Der spirituelle Name Shrikara. Shrikara ist ein spiritueller Name für Aspiranten mit Vishnu, also Narayana Mantra. Shrikara ist nämlich ein Beiname von Vishnu. Shrikara kann man auf mehrere Weise deuten. Shrikara heißt zum einen der Träger von Shri, also von Lakshmi. Shrikara ist also der Ehemann von Lakshmi. Shri heißt aber nicht nur Lakshmi, Shri heißt Überfluss, Shri heißt Herrlichkeit. Und Kara ist nicht nur der Träger, sondern der, der schenkt und der bewirkt. Shrikara ist also derjenige, der Großartiges schenkt, Herrlichkeit bewirkt, alles Gute bewirkt, Schönheit und Strahlen bewirkt. Wenn du den Namen Shrikara hast, dann kann das zum einen heißen, dass du voller Hingabe Gutes tun willst, Gutes bewirken willst, dass du anderen Gutes tun willst, dass du in dieser Welt Frieden bewirken willst. Es kann aber auch heißen, dass du in allem Großartigen Gott sehen willst, denn Gott ist Shrikara. Du willst überall das Wirken der göttlichen Mutter und des Göttlichen sehen. Wenn du also etwas Großartiges siehst, wie einen großartigen Himmel, schöne Blumen, Baum, Meer, Berge oder auch eine Tat von einem Menschen oder eine große Errungenschaft, sieh in allem Gott. Es gibt ein wunderschönes Kapitel in der Bhagavad Gita, das 10. Kapitel, der nennt sich Vibhuti Yoga, der Yoga der göttlichen Herrlichkeiten. Dort leitet Krishna Arjuna dazu an, in allem Großartigen Gott zu sehen. In diesem Sinne, wenn du Shrikara heißt, dann lerne es, überall Großartiges zu sehen und darin Gott zu sehen.